Leute, Carsten hier. Herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge Create Life 4. Aber heute ist die Folge gar nicht so schön, obwohl ihr da seid. Und natürlich, wie es sich anders liegt, gehören wir selber einen Daumen nach oben da lasst und einen fetzigen Kommentar schreibt. Freunde, wir haben mittlerweile ein neues Update für Create bekommen mit einer sehr coolen neuen Mod namens Demon Rays. Create Demon Rays. Ein Big Update, was wir reinbekommen haben. Und mit dem wollen wir heute eine sehr, sehr, sehr coole Sache machen. Unsere Twitch-Menschen sind natürlich ebenfalls am Start. Big Shoutout an die. Schaut gerne auf Twitch vorbei. Wir sind basically jeden Tag live. Da gibt es viel Create-Content. Ich glaube, jeden Tag zwischen 6 und 8 Stunden. Und ihr seht das Ganze dann kondensiert irgendwie in eine 15-20-Minuten-Folge oder sowas. Also da passiert noch sehr viel mehr, als ihr auf YouTube seht. Und das nächste Mal könnt ihr vielleicht hier unten in die Kommentare Hallo YouTube schreiben. Wäre das nicht geil? Aber wir haben das letzte Mal unseren Strom gemacht. Dabei ist mir ein riesiges Problem aufgefallen. Aber nicht mit dem Strom, sondern mit Create selber. Denn Create denkt sich irgendwie so, Chunkloading ist mir egal, brauche ich nicht. Das heißt, die Energieproduktion funktioniert ohne Lava aus irgendeinem Grund. Wenn wir die Chunks aber laden, dann braucht die Energieproduktion Lava. Wenn geladene Chunks aber da sind, dann wird keine neue Lava nachproduziert, weil das hier über Random Tick Speed funktioniert und wir so keine neue Lava bekommen und unsere Energie geht leer. Sehr schlecht. Wir brauchen aber einen Chunkloader, damit wir unsere Energie, unseren Strom hier drüben benutzen können. Heißt, X funktioniert nicht mit Y. Sehr schlecht. Deswegen haben wir uns eine Big Baba Boom Lösung überlegt und machen heute mit dem neuen Create Update, nicht Create Update, das ist eine Bonus-Mod, was ziemlich geil ist. Wir bauen nämlich in unsere Energieversorgung eine Lavapumpe ein. Spark hat das auch schon gemacht. Joe pumpt die Hölle leer, um eine unendliche Lavaquelle zu machen. Wir machen sowas ähnliches. Wir bauen uns hier oben eine Monorail rein, wenn er aus dem Wuppertal kommt. Huge Shoutout ins Wuppertal. Wir bauen uns praktisch hier eine Schwebebahn in die Fabrik rein, die so oben an der Decke entlang fährt. Die fährt in die Hölle durch das Portal, pumpt in der Hölle Lava leer. Ich hoffe, das funktioniert. Und bringt sie dann wieder zurück, um unsere Engines hier zu betreiben. That's the plan. Ich hoffe, das Ganze funktioniert. Und wir fangen einfach mal damit an, uns ein paar Monorails zu craften. Und dann machen wir einfach so ein Basic zu, bevor wir den übelst schön machen, das am Ende nicht funktioniert. Deswegen, ja, Monorail ist der Call. Das ist das Ding hier. Wir brauchen Metal Bracket, Iron Sheet und dann nochmal Stampfen, Metal Grader und dann sind wir good to go. Die Maschine aus Stahl, die ist jetzt auch einfach wieder in der normalen Werkstatt. Aber wir können jetzt hier unsere Metal Grader reinlegen und dann, boom, entstehen daraus hier drüben so Monorails. Ey, wie geil ist das denn? Okay, du musst mal ganz kurz hier weg zur Seite. Schau dir das mal an. Okay, also wir müssen mal schauen, wie viel wir davon ist. Das sind wirklich schon sehr viele, ne? Ich glaube, wir kriegen aus einem irgendwie... Wie viel kriegen wir aus einem? 8 Stück oder so raus? Aus einem 6 Stück. Okay, okay, okay. Das heißt, wir kriegen jetzt 6 Stacks aus einem Stack dann im Endeffekt. Das ist halt ultra, ultra, ultra geil, ne? Wir haben, by the way, mittlerweile auch unser Lager nochmal ein bisschen geupgradet. Das heißt, das Lager hat einen... Wir könnten hier auch wirklich einen Drawer reinmachen. Das wäre viel chilliger. Dann können wir da direkt rechtsklicken. Genau, ich habe jetzt hier überall nochmal neu sortiert. Hier ist jetzt auch überall Zeug drin. Also fast alle Sachen, die wir benutzen, können wir mittlerweile einfach in die Drawer einsortieren. Und hat einen Rechtsklick und die Sachen sind drin so. Das ist ultra chillig. Und genau das gleiche mit denen. Und dann haben wir 6 Stacks von unserem Monorails. Geil, Bro. Und ich habe halt selber noch nicht so den gemacht, ne? Wir müssen mal gucken, wie das jetzt funktioniert. Okay, nee, das kennen wir, ne? Das sind einfach nur die normalen Train Tracks. An denen ändert sich nichts. Die können durch Portale. Das passt. Das kennen wir. Oder funktionieren die legit genau gleich? Bro, die sind ja so fett. Oh, geil. Wie cool ist denn das, bitte? Oh, sieht das chillig aus, Mann. Okay, da können wir... Alter, die sind ja wirklich richtig, richtig geil, ne? Die sind ja wirklich richtig, richtig geil. Bro! Warte mal, wie sieht das mit denen aus, wenn wir hier eine Metal Grid an der Offhand haben? Wenn ich jetzt zum Beispiel von... Hä? Okay, nee, das wollte ich nicht. Von hier rüberlegen. Oh. Okay, nee, das ist natürlich Quatsch. Also, so sollten die natürlich... Das ist ja voll quatschig. Ich habe gehofft, der connectet die dann irgendwie vielleicht so an die Seite. Ich dachte jetzt, wir können dann maybe... Ich dachte, wir können dann maybe irgendwie... So hier. Ja, okay, das sieht ja geil aus, ne? Wenn wir sowas da machen können vielleicht. Das sieht auch wirklich cool aus. Schau mal, da geht das so voll in die Seite rein. Dann können wir das nämlich als so eine Art Halterung irgendwie machen. Und das dann eben nach oben weiterbauen. Oh, nee, das sieht geil aus. Dann lass uns mal ein bisschen Dirt schnappen und die Strecke da unten planen. Weil, wie gesagt, die Monorail, die soll natürlich nicht auf dem Boden laufen. Obwohl das auch ganz cool aussehen könnte, maybe. Sondern die soll an der Decke von unserer Fabrik sein. Heißt dementsprechend, die Fabrik wird später auch sehr, sehr hoch werden. Also wenn, ja, wenn da nochmal ein Zug drüber fahren muss und so. Aber das darf dann ruhig. Sagen wir, wir haben die Höhe. Der Zug fährt später hier entlang. So irgendwie in der Mitte von dem Ding, sage ich mal. Weiß auch nicht genau, wo der entlang fährt. Vielleicht an den Tanks. Das wäre halt ganz chillig, ne? Und sonst hätte ich fast gesagt, wir lassen das halt mittig hier laufen. Dann hätten wir hier eine Connection. Dann irgendwie 2 Blöcke frei. Das heißt, hier würde der Zug anfangen. Heißt, auf der Höhe hier würde der Zug fahren. Ja, das dürfte meinetwegen vielleicht sogar fast noch einen höher sein, ne? Also meinetwegen darf der vielleicht sogar fast hier fahren. Ja, wohl.
Nee, ich glaube, so wie es davor war, ist schon gut. Das heißt, auf der Höhe hier, da wäre der Boden von unserem Zug dann später, okay? Und dem würde ich sagen, machen wir 5x5 Blöcke. Und dann kommen oben ran praktisch unsere Train Tracks. Ich weiß es nur nicht genau. Also das wäre so der Durchmesser von unserem Zug. Der ballert dann hier oben durch. Und jetzt ist halt die Frage, ich weiß halt nicht genau. Wahrscheinlich machen wir dann hier auch einfach die Train Tracks hin, ne? Oder die Monorails. Und dann von unten dagegen das Train Casing, hätte ich jetzt behauptet. Damit die so dagegen connecten. Aber das heißt, das wäre das. Das heißt, unsere Monorail würde hier hinkommen. Und die würde bis hier hin connecten. Boah, geil, Mann. Das wird so cool. Und die können wir dann mit so Halterungen nochmal nach oben an die Decke befestigen. Wir machen jetzt das Ding hier. Okay, dann gehen wir ganz kurz ein bisschen zur Seite, wo wir das dann irgendwie haben wollen später, wo wir das kontrollieren. Und dann machen wir den hier hin. Bound to Target Track. Wie cool. Und jetzt waren wir hier auch wieder. Limit Trains. Open Left or Open Right Door. Wie cool. Oh, geil. Guck mal. Monorail Train Track. Und da müssen wir jetzt wahrscheinlich von unten dann das Ding gegen machen, ne? Oh, ist das cool. Schau mal, wie die so an der Seite eingehakt sind. Das sieht ja so geil aus. Bro, das ist ja so übertrieben cool. Und nach oben geht wahrscheinlich auch, ne? Das heißt, wir könnten auch so eine Monorail einfach unten machen, wo das Ding drauf ist. Aber ich will es halt von, ne, dass das so, dass das dranhängt. Das ist ja richtig, richtig nice. Und dann soll aber ein bisschen weiter, also da muss dann nochmal einer drunter. Wir auf jeden Fall zwei so Räder da dran haben. Und nicht nur eins, wie jetzt gerade. Ich weiß noch nicht genau, wo. Also wo wird denn ein cooler Platz? Ich denke mal hier, oder? So? Ja, das ist ein cooler Abstand, oder? Entweder hier oder vielleicht sogar noch einer. Aber das können wir dann nochmal gucken, wenn es so ist, wenn wir wirklich mehr bauen. Dann lass uns hier jetzt mal, einfach nur aus Dirt, um das jetzt erstmal zu testen, unseren, ja, sehr professorischen Zug hier hinbauen. Eigentlich muss in den noch gar nichts rein, aber ich will es irgendwie trotzdem schon mal testen, wie das halt aussehen könnte später so. Und den verkleben wir dann auch nochmal. Das wird jetzt einfach nur so eine Röhre. Und da kommen dann später unsere Tanks rein mit einem Fluid Interface. Und in der Hölle müssen wir dann irgendwie halt die ganze Zeit Lava pumpen und hoffentlich das Ganze mit einem Chunkloader verbinden, weil Spark hatte damit Probleme. Wenn es mit einem Chunkloader geht, dann wäre es sehr geil. Wenn nicht, dann wäre es sehr traurig. Aber dann haben wir auch schon einen Ausweichplan, was wir machen können. Ah, geil, Mann. Okay, warte, wir setzen uns rein. Bro, wie geil ist das denn? Und die Räder drehen sich um sogar. Wie viel? Das ist so sick. Das ist so geil. Ey, man könnte damit ja auch voll den coolen Kran bauen. So ein Portalkran, der dann irgendwie da so rechts und links fährt. Ey, dann lass uns jetzt mal die Strecke schon mal fertig bauen hierfür. Und ja, für das richtige Design können wir uns dann später Gedanken machen. Aber ich mache jetzt schon mal den Loop hier komplett außenrum einmal. Der Track ist complete, Freunde. Da steht er. Wir machen das Zeug hier wieder weg. Wir können wieder assemblen und dann einmal ganz gediegen unseren jetzigen Track abfahren. Wir haben uns nochmal Gedanken gemacht, wie ich das Ganze bauen möchte. Und ich versuche das ein bisschen zu sagen. Ursprünglich dachte ich, wir machen das Portal in der Fabrik. Aber jetzt ist die Idee, dass wir das Portal außerhalb der Fabrik machen. Das heißt, wir machen in die Fabrikwand ein Loch, wo wir mit dem Zug durchfahren oder mit dem Ding so ein bisschen durchfahren. Das heißt, wir kommen später hier, wo ist meine Maus? Wir kommen später hier raus so und fahren dann mit der Monorail hier oben praktisch vorbei. Das Portal ist außerhalb, das hängt dann außen so dran, wie an so, in so einem alten Haus eine Seilwinde praktisch. Und da fahren wir durch und da kommen wir dann auch wieder raus und gehen praktisch in die Fabrik rein. In der Fabrik drin wirkt das dann so super magisch, als wird einfach immer von draußen wieder ein voller Zug kommen. Und ich glaube, von außen sieht es dann eben auch nochmal sehr cool aus. Okay, wir fahren einmal und wir gucken, wie alles... Oh mein Gott, wie geil sieht bitte der Turn aus hier bei dem Ding. Boah, das sieht ja so clean aus. Bro, ist das geil. Alter, guck dir das mal an. Und der pace später hier drüber und liefert dann die ganze Lava ab. Und in die Richtung hier können wir das später auch nochmal ein bisschen länger machen, wenn da noch die anderen Fabriken mit dazukommen. Aber das ist ja so übertrieben geil. Okay, dann wollen wir jetzt unsere... Ja gut, das Dirt können wir jetzt gerade schon mal wegmachen. Nee, beziehungsweise wir lassen das noch hier. Wir müssen jetzt nämlich ein neues Portal aufbauen. Das Portal kommt dann später hier hin. Genau in die Mitte davon. Wir haben hier extra genau eine Mitte freigelassen. Ich glaube, das waren 11 Blöcke oder so. Er weiß genau, wie groß seine Gebäude sind. Ich fasse es nicht. Das heißt, hier ist die Mitte. Also genau an dem hier. Und da soll dann das Portal stehen, durch das wir durchfahren. Und ich glaube, wir müssen erst das Portal bauen. Das müssen wir natürlich auch linken und so. Gucken, dass wir da irgendwo an einem coolen Spot sind. Wobei mir der Nether-Teil, glaube ich, nicht so übertrieben wichtig ist. Aber wir klauen uns einfach mal ein bisschen Obsidian jetzt hier drüben. Oh Mensch, hier ist schon kaputt. Chillig. Das ist halt legit riesig. Okay. Ja. Könnte, glaube ich, sehr, sehr geil aussehen. Warte mal, kriege ich das hier wieder an? Hallo? Achso, die Rail ist noch im Weg. Stimmt. Die Rail müssen wir jetzt, glaube ich, danach dann gleich bauen. Mano, mach nochmal weg. There we go. Okay, nee, das ist geil, das ist geil. Ich glaube, Rail müssen wir danach nochmal bauen, damit die Mod praktisch checkt, dass die Rail hier in den Nether connecten soll.
Also wenn wir jetzt das Ding, glaube ich, hier hin machen, ne? Tageportal Net Generated. Okay, dann müssen wir jetzt da einmal durch. Und da brauchen wir natürlich auch nochmal ein genauso großes Portal, damit hier alles komplett durchgeht. Also wir haben jetzt hier 7. Wie groß ist das? 7 mal. Boah, gar nicht mitgezählt. 8? 7 mal 8 Blöcke? Ich glaube schon, oder? 7 mal 8. Okay. Für die Innenmaße. Und das brauchen wir jetzt auf der gegenüberliegenden Seite. Oh nein! 795-1254. Hier sind unsere Nether Portal Cords. Wir sind basically genau richtig rausgekommen. Das Coole ist, wir haben direkt einen Lavasee. Das heißt, wir können dann einfach hier, glaube ich, so eine Pumpstation machen. Das heißt, wir werden hier einfach, ja, die ganze Zeit das Ding leer pumpen und dann fahren wir mit dem Monorail irgendwie vorbei und düsen hier wieder in das Portal. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob das Ganze so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Oh, und ob es in die richtige Richtung gemacht ist, weil unseres ist jetzt gerade von Westen nach Osten. Ich glaube, das andere ist gerade von Süden nach Norden. Wir kommen zumindest im richtigen Portal raus. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt, was die Monorail jetzt macht. Wir fahren ja in die Richtung hier, ne? Das heißt, wir würden hier jetzt einfach damit rechts klicken. Oh, geil, guck mal. Das ist so cool. Das ist so cool. Jetzt connectet er hier, ihr seht schon, in das Portal rein und macht schon diesen hier richtige Farbe einfügen Schimmer. Was ziemlich geil ist. Und eigentlich können wir jetzt von dem hier an den auch connecten. Ich glaube, das soll dann beides gehen. Ey, wie der jetzt schon hier, guck mal, komplett so ins Portal rein connected. Ich hoffe, das geht. Ey, ich bin sehr, sehr gespannt. Genau, und da gehen wir jetzt rein. Und das gleiche haben wir jetzt auf der anderen Seite auch. Also wir müssen jetzt Richtung... Ah nee, wir sind sogar Richtung Westen. Wir kommen Richtung Westen, gehen wir rein. Genau, das heißt, wir müssen jetzt hier praktisch weitermachen. Oh, wie geil ist das denn? Bro, wie cool sieht denn das bitte aus? What? Alter, ist das geil. Bro, what? Okay, ich fasse es nicht. Das ist ja übertrieben cool. Und dann würde ich jetzt hier einfach nur so einen Loop einmal rumfahren. An dem Ding hier vorbei, weil da habe ich vor, unsere Tanks aufzubauen und so. Und ja, dann praktisch kann der ja jetzt... Ah, das ist ein bisschen painful, ne? Die Strecke steht. Das heißt, jetzt können wir testen, ob das Ganze funktioniert und ob wir hier legit einfach ohne irgendwelche Probleme mit dieser Monorail durchfahren können. Ey, ich bin so gespannt, ne? Ich weiß, dass es einen ultra, ultra, ultra coolen Effekt hat, wenn man mit einem Zug durch ein Portal fährt. Aber trotzdem bin ich sehr gespannt, ob es mit dem Ding jetzt auch einfach komplett easy funktioniert. Und wenn ja, wie das aussieht. Weil, ey, wir gucken einfach. Wir schauen uns an. Wir sollten jetzt nämlich mit diesem Ding hier... Oh, es wäre so cool, wenn unsere... Oh, das können wir jetzt nicht sehen. Egal, wir fahren durch, wir fahren durch. Achtung! Na, hat so ein bisschen gesehen. Warte, warum... Hä? Okay, warum bin ich so weit nach oben gefahren? Aber es hat funktioniert. Also, wir sind einfach im Nether mit unserem kompletten Zug und können jetzt mit dem hier wieder hier durchfahren. Und dann sollten wir gleich wieder in der Overworld sein. Da sind wir. Wie geil! Alter, wie cool ist das? Ey, und das wird unser Zug später einfach automatisch machen. Genau das wird unser Zug später komplett automatisch machen. Wie geil ist das? Es ist ja so übertrieben cool. Warte mal, was hat er gesagt? Dimensional Commuter. Ride a train through a Nether Portal. Okay, okay, okay. I see, I see. Okay, warte, ich... Oh, wow, wow, wow. Alter, chill. So, wir setzen uns nochmal hier drauf und fahren jetzt nochmal durch das Portal. Weil der komplette Zug jetzt erstmal zu so Purple Glass verwandelt wird. So Stück für Stück. Okay, fahren sie super weit nach oben. Wie weird. Aber seht ihr, wie der Zug sich hier verwandelt? Und auf der anderen Seite kommt er gerade schon wieder in diesen Blöcken praktisch an. Und sobald wir dann durchgefahren sind... Okay, das ist sehr weird, dass der sich so hochbiegt. Ja, und jetzt sind wir halt hier. Das heißt, hier können wir jetzt wieder weiterfahren. Ist das geil, Mann. Ist das geil. Okay, das heißt, wir brauchen hier drüben jetzt auch noch eine Station, eine Train Station. Oh, ich hoffe, das sieht nicht so super weird aus später die ganze Zeit. Wir bauen jetzt hier drüben auch noch, also im Nether eine Train Station. Und dann und dann und dann machen wir drüben eine Pumpe und pumpen das Ganze rein. Die wichtigste Ingredient, die wir brauchen werden, ist eine Hosepulli. Mit der ziehen wir nämlich später die Lava raus. Dann brauchen wir noch ein paar Pipes, die sind bei unseren Fluidsachen. Pumpen haben wir auch am Start, sehr gut. Und dann brauchen wir auch noch... Ja gut, wir benutzen dafür jetzt Water Wheels, beziehungsweise die werden gleich zu Lava Wheels, weil wir Water Wheels auch mit Lava betreiben können, warum das funktioniert. Und dann bräuchten wir eigentlich noch, wäre ganz geil, glaube ich, ein Speedo Controlly Moly. Die Dinger können eh immer mit... Das kann auch immer mit. Und dann fatzen wir damit wieder back in the Nether. Ich hoffe, wir kriegen dafür genug Energie. Aber eigentlich, ja, eigentlich sollten wir mehr als genug Energie haben, wenn wir da ein bisschen was an Lava pumpen. So, das sollte gar kein Problem sein. Und wenn wir das mit Lava halbwegs hinbekommen, dann ist eben, wie gesagt, noch besser. So, unser Zug hält jetzt später hier an, ne? Hier über uns. Das heißt, es wäre halt geil, wenn irgendwie auch daneben oder darunter oder darüber, ich weiß noch nicht genau wo, die Connection wäre, wo wir das Ganze dann reinfüllen. Oh, das wird wichtig. Ich hätte es ja viel höher bauen müssen alles. Okay, ja, wir machen jetzt erstmal hier unseren Tank hin. Wir machen jetzt erstmal hier, Dreier-Tank und fangen schon mal an, das Ding zu pumpen. Das wird dann praktisch unser Zwischenspeicher. Und in den sollen jetzt, wie gesagt, unsere Pumpen rein. Heißt, die Pumpe darf jetzt ruhig
So richtig, richtig saftig von hier. Überall was rausziehen. Wir machen auch direkt mal so 3 Stück oder so. Obwohl eine wird auf Dauer vielleicht sogar auch reichen, ne? Egal, wir machen 3. Und jetzt wollen wir hier vorne. Gehen wir jetzt so ein paar Blöcke raus. Perfekt. Genau so habe ich das gemeint. Wieder genau das gleiche gemacht wie vorhin. Oh, Totem geprockt. Mano. Und dann schließen wir hier unsere Hose-Pullis an. Zack, zack, zack. Und die Dinge müssen wir jetzt einmal runterlassen. Dafür brauchen wir eine Kurbel. Ich weiß nicht, ob wir eine bei haben. Ich glaube nicht. Wir können uns auch keine craften. Verdammt, die müssen wir jetzt hier runterlassen. Hoffentlich ist hier auch gleich deep genug. Und dann können wir hier gleich unsere Waterbüsen so anschließen. Das wird auch sehr wild. Pumpen, laufen, Freunde. Lava-Büsen sind am Start. Wir haben hier unseren Speed-Controller. Da könnten wir jetzt so ein bisschen schneller machen. Oh, aber nicht so viel schneller. Hoppala. Wie schnell können wir machen? Da ist schon zu viel. Minus 32, das wird gehen. Okay, so würden sie ansaugen. Das würde also passen. Perfekto. Und damit wird es einmal noch die Pumpen runterkurbeln. Dafür brauchen wir jetzt ein bisschen Handarbeit. Oh, er fährt seinen Rüssel aus. Perfekt. Und eigentlich müssen wir hier jetzt auch gleich sehen, ob das schon ein Bottomless Supply ist. Ob er vielleicht sogar noch weiter kann. Er sagt gerade 110 Trillionen Buckets. Also ich würde mal spontan sagen, es ist wahrscheinlich eine Bottomless Supply. Hätte ich jetzt sogar spontan gesagt. Die beiden hier müssen wir noch umdrehen. Den und den. Yes, bottomless supply. There we go. Steht jetzt oben mit dabei. Das heißt, eine unendliche Quelle an der Stelle. Oh, guck mal. Tapping the mantle. Industrial spillage. Geil. Und jetzt guckt euch das mal an. Wir haben hier 12 Buckets drin. 13, 14, 15, 16. Und das ist ja noch nicht mal ansatzweise Max Speed. So, das ist ja einfach nur wirklich mit super, super wenigen, was wir jetzt gerade hier haben. Die machen auch nicht mal Max-Energie hier gerade. Oh, wir könnten sie vielleicht noch ein bisschen effizienter gestalten, wenn wir die einen Block weiter nach hinten machen. Dann könnten wir noch einen Ticken, Ticken, Schnicken schneller werden. Okay, wir müssen ganz kurz ein bisschen chillen. Wir haben hier noch eine große Windmill aufgebaut, wie ihr sehen könnt, damit wir hier genug Energie haben und unsere Pumpen auf Max-Speed laufen lassen. Heißt, wir haben hier jetzt 432 Buckets Lava drin. Das ging sehr, sehr schnell und die Pumpen sind fleißig. Die werden auch sehr schnell wieder nachpumpen. Jetzt wollen wir hier unsere Connection hinmachen. Für den Zug. Also der Zug soll ja hier dann auch später sein Zeug bekommen. Theoretisch können wir das vielleicht sogar... Weil können wir... Ah, nee, können wir nicht, ne? Nee, das geht nicht. Okay, never mind. Wir müssen das doch anders machen. Also wir müssen es so machen, wie ich es machen wollte. Wir bauen einmal das, wir bauen einmal das, wir bauen das, wir bauen das. Wir lassen den ganz kurz so, den drehen wir danach um. Und jetzt kommt hier unser Portable Fluid Interface dran. Da wird nämlich in den Zug reingepumpt. Und jetzt müssen wir halt genau gegenüber davon in unserem Zug praktisch auch ein Portable Fluid Interface machen. Das heißt, wir sind jetzt hier... Wie viel? Eins. Also das ist ja die... Ne, also hier fängt... Ne, okay, wir machen Schienen. Das heißt 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke... Der 6. Block darunter ist unser Interface. Und wenn das Ding in der Mitte vom Zug ist, dann ist das fein. Das heißt, in unseren Zug kommt jetzt Lava, kommt jetzt ein Tank und kommt das gleiche Fluid Interface auf derselben Höhe, sodass wir damit interagieren können, dass wir das da praktisch reinpumpen können. Und danach müssen wir testen, ob das Ganze funktioniert, wenn wir nicht dabei sind, weil sonst müssen wir auch noch einen Chunkloader dazu bauen, was höchstwahrscheinlich der Fall sein wird. Und jetzt brauchen wir hier innen drin eben auch noch unseren Fluid Tank, mit dem wir dann später unsere Lava storen wollen. Das heißt, wir machen das hier. Hier wird das Ganze dann reingepumpt. Und dann können wir eigentlich testen. Wir fahren los. Unser Tank ist komplett leer. Unser Fluid Interface ist am Start. Mein Gott. Wir fahren weiter. Wir... Ah, nee. Warte, warte, warte. Oh, warte mal. Ich sitze in Lava. Oh Gott. Okay, das ist gar nicht mal so schlau. Gib mal kurz ein bisschen Gummi, Bro. Perfekt. Hat ja super funktioniert. Versuch Nummer 2, Freunde. Wir haben ein bisschen was umgebaut, die Pumpe gedreht, die haben wir gerade nicht gedreht und die Trainstation umgesetzt, plus die Lava weggemacht. Das heißt, wir sollten jetzt nicht mehr durch Lava fahren. Wir machen trotzdem... Guck mal, wir können sogar jetzt schon Hold Space to Approach Nether Station. Trotzdem habe ich angefangen zu brennen, aus irgendeinem Grund. Ist ein bisschen nervig. Aber... Ne, Departing From. Warte, Hold Space to Approach. Jetzt... Oh, er pumpt voll. Ist das geil. Guck mal. Er pumpt jetzt hier drüben. Alter, ist das sick. Er pumpt hier drüben jetzt über die Pumpe in unseren Tank hier drüben rein. Wir haben jetzt schon 10 Buckets, 11 Buckets, 12 Buckets. Und da können wir jetzt noch richtig, richtig, richtig Dampf drauf geben, sodass das Ding sich noch mal ein bisschen schneller dreht. Also die Übersetzung ist halt gerade noch ein bisschen quatschig. Aber wir können da jetzt noch mal richtig Dampf drauf geben, damit das Ding schneller ist. Und noch mehr Pumpen mit dazu machen, damit wir wirklich reinfahren und dann, you know, dass er da instant so, boom, alles voll hat davon. Ich weiß nicht, ob die Interfaces ein Limit haben, aber die sind gerade hier. Sieht halt ein bisschen ugly aus, weil wir so halb in der Kurve stehen damit gerade. Aber trotzdem übelst geil. I love it. Okay, ja, aber ich will das auf jeden Fall noch ein bisschen schneller haben. Wir können mal ganz kurz gucken. Oh mein Gott, bitte. Oh mein Gott, ich will nicht. Und dann lass uns mal hier nochmal so eine anschließen. Okay, so ist der zumindest schon mal ein bisschen schneller. Das ist erstens schon mal ganz chillig, weil er schneller pumpt.
Ja, guck mal, viel schneller. Und wir können da irgendwie noch einen zweiten und einen dritten mit dazu machen, damit das nochmal besser geht. Aber wir fahren jetzt mal zurück. Wir müssen jetzt nämlich was testen. Und zwar, ob dieser Zug von sich alleine den Nether laden würde. Ich glaube nämlich nicht, weil ich glaube, dass genau das, wo mit Spark Probleme hatte. Das heißt, wir createn jetzt mal ganz kurz ein Schedule. Wir gucken, ob das Ganze funktioniert. Wir haben jetzt gerade 79 Buckets hier drin. Wir geben dem jetzt unseren Schedule. Das heißt, der würde jetzt losfahren. Wir bleiben jetzt hier. Wir gehen jetzt gar nicht. Wir gehen nicht in den Nether. Okay, der sieht auch ein bisschen buggy aus, wenn er hier reinfährt. Da müssen wir vielleicht nochmal gucken. Jetzt heißt es einfach nur warten, weil wir haben so eingestellt, dass er bis zu Cargo Inactivity da ist. Das heißt, theoretisch, wenn alles funktioniert, hoffentlich, dann... Okay, das hat niemals funktioniert. Normalerweise müsste er mit vollem Tank zurückkommen, aber never in a million years hat er gerade seinen Tank voll gemacht. Nope. Aber hat er irgendwas gepumpt? Der hat gar nichts gepumpt. Okay, das heißt, das funktioniert nicht. Das habe ich mir fast gedacht. Das heißt, wir brauchen dafür jetzt auch einen Chunkloader, der dann irgendwie zusätzlich den Chunk nochmal lädt, sodass die Pumpen funktionieren. Und ich hoffe, die Pumpen funktionieren damit. Es ist der Moment der Wahrheit. Wir haben es geschafft, einen Chunkloader zu bauen. Das hat ewig gedauert. Und ich glaube, der Zug ist jetzt gerade sogar da, während das Ding geladen ist. Also hier die Kartoffel, die er gerade durch die... Nein! Ah ne, er ist schon voll, ne? Warte mal, der Zug ist schon voll, glaube ich. Ah, wahrscheinlich ist er voll geworden in dem Moment, als wir drüben waren, die ganze Zeit und gebaut haben. Ja, okay, das ist halt jetzt ein bisschen doof. Okay, warte, dann disassemblen wir den jetzt mal ganz kurz. Und pumpen den Quick hier einmal leer. Oder wir klauen ihm einfach ganz kurz die Tanks, damit wir das nochmal probieren können. Bup, 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 denn soviel ich weiß, behalten die Tanks nicht, ob was in ihm war oder nicht. Das machen das hier und das Ding ist wieder leer. Wir können ja auch ganz leer machen, ganz kurz. So, leerer Tank. Und dann probieren wir das Ganze nochmal. So, bitte. Following the schedule. Ja, okay, Chunklock. Wow. Alter, was ein Arschtritt. Holy. Okay, der Chunkloader ist aber noch aktiv. Das sah sehr gut aus gerade. Hier, die Kartoffel fliegt noch. Das heißt, der Zug sollte jetzt wirklich hoffentlich nicht direkt wieder da sein. Der sollte jetzt wirklich 2-3 Minuten meinetwegen im Nether chillen. Und bitte nicht gleich wieder durch dieses Portal kommen. Bitte komm nicht wieder zurück. Also schon, aber nicht jetzt. Ich glaube, das sieht schon gut aus. Ich glaube, das sieht Real Talk schon gut aus, solange wieder weg ist. No joke, ich glaube, das sieht gut aus. Oh mein Gott, ich glaube, er befüllt sich. Der ist jetzt gerade im Nether und pumpt gerade den kompletten Tank davon voll. Das dauert natürlich ein bisschen. Da können wir mehr Pumpen machen. Und dann machen wir später einfach nur... Boah, ist das geil. Ist das cool, Mann. Dann machen wir später einfach nur Pumpen hier oben mit dran an diese Tanks hier, damit wir die befüllen können. So als Zwischen... Also nochmal Zwischenlager praktisch. Und dann haben wir irgendwann mehr als genug Lava hier drin. Dann haben wir die anderen zusätzlich auch noch. Aber wir haben halt diese Monorail, die einfach unendlich Lava reinbringt die ganze Zeit. Da ist er! Und er ist voll! Let's go, dude. Let's go, dude. Let's go, dude. Holy shit. Oh mein Gott. Let's go. Ist das geil. Weißer. Let's go. Hast du gesehen? Der war voll, der war randvoll. Der war randvoll, der hat sich selber betankt gerade. Oh mein Gott, ist das geil.